Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir müssen uns um Essen kümmern, wie man hier schon sieht. Ist alles nicht so gerade toll am Wachsen. Das heißt, wir müssen da mal unbedingt was tun. Der Matschregel, die Matschregel sind jetzt nicht die ersten Geschichten, die man haben sollte. Möbel ist mit Licht, Licht ist hier, Deckenlampe da. Und Deckenlampe da ist richtig, ne, ja. Ja. Sollte da auch hin. Strom sollte dann da auch noch hin. Passt dann. Wir müssen aber noch mehr von dem Essen haben. Ich würde jetzt hier noch was machen wollen, ne? Da kann man auch wischen, das geht also. Und dann luftdurchlässiger Ziegel. Haben wir das eigentlich überall? Ja, hier brauchen wir keinen luftdurchlässigen Ziegel unbedingt. Da oben haben wir. Hier sollten wir vielleicht noch was haben. Und da auch. Das ist gut. Die Lampe ist gebaut. Jetzt fehlt es natürlich noch an den Stromanschluss. Wie sieht es mit Speicherplatz aus? Haben wir noch? Da wird zum Glück was abgeerntet. Vorteilhaft wäre natürlich, wenn die Toilette da erst sauber gemacht werden würde. Warte mal, da setzen wir gerade noch eine hohe Prio drauf. Ach, ist schon. Ist das wirklich so? Macht sie auch gut. Cool. So, Sauerstoff. Ist da vor Ort eingeschlafen natürlich. Sauerstoff, Rostoxid, Elektrolysat, da müssen wir das noch mit dem Wasser machen, ne? So, jetzt ist hier natürlich das Problem, dass wir hier langsam voll sind, wie wir da sehen. Vielleicht müssen wir da mal was, ich glaube, wir sollten die Pumpe ausstellen. Ja. Wir sollten die Pumpe definitiv ausstellen. Gebäude deaktivieren. So ist es gut. So, und dann müssen wir gucken, dass wir da noch weiterkommen. Die Lüftung wird eingebaut. Essen ist unser Problem. Oh, Dingens ist fertig geworden. Kleiner Transformator. Stromabschaltung. Starkstromkabel. Starkstromverbindungsplatte. Der Wasserstoffgenerator ist unser nächstes Ziel. Verhungern ist angesagt, klar. Wasserstoffgenerator sollten wir wohin machen? Können wir das hier hinbauen? Wäre jetzt der nächste Punkt, oder? Das Ding hier unten reinbauen. Geht das? Da einbauen. Kann keiner hin zurzeit, weil wir da die Wand gemacht haben. Und das zweite Gerät, wo ist das jetzt hingekommen? Hier. Würde da auch hinpassen. Würde da auch hinpassen. Aber nicht ganz. Gefällt mir noch nicht da. Das ist falsch. Abbruch. Man wird natürlich schon gebaut, ne? Ja, komm, dann lass es. Dann müssen wir hier was weitermachen. Dann müssen wir hier die Wand hochziehen. Damit wir mehr Platz kriegen. Kriegen wir das so hin? Müssten wir mal gucken, oder? Dann müssten die von der Seite das ausbauen, ob die das schaffen.
Machen wir Priorität gerade auf 9 hier. Da kommt einer und macht was. Warum geht er da unten rein, um das da oben zu machen? Wir müssen ganz schnell den zweiten abbrechen. Weil sonst hätten wir jetzt hier das Wasser drin gehabt. Macht nicht so viel Sinn, ne? Müssen hier erst noch einmal zumachen. Und zwar... Hier müssen wir auch rüber. Bau das erstmal so. Dann müssen wir nachher nochmal was abreißen, weiß ich nicht. Müssen wir dann schauen. Strom wird da benötigt. So geht's, oder? Und dann Sanitär. Wie macht denn der Sauerstoff? Jetzt habe ich gerade was falsch verstanden. Ich glaube, ich habe was... Keine Stromkabel verbunden. Und Rost in Sauerstoff und Chlor um. Das ist das falsche Ding, was ich da gerade gebaut habe. Okay. Den brauchen wir. Der ist auch eine ganze Ecke kleiner. Das heißt zerlegen. Das war wohl falsch. Der ist richtig. Ich hoffe, der hat auch die passende Steckdose da jetzt. Ja, zum Glück. Und dann brauchen wir noch da den Wasseranschluss. Und so. Wird das Ding da gebaut? Ich glaube schon, ne? Jetzt müssten wir nur gucken, dass das fertig wird. Leiter. Wir müssen erst das Teil wegnehmen. Dann kommen wir da auch hin. Lass uns das nochmal abreißen. Und lass uns dann die Leiter dahin bauen. Dann kommen wir da gerade runter und können erstmal die Leitungen fertig bauen. Und dafür müssen wir das noch bauen. Und... können dann das hier abreißen. Sollte funktionieren, oder? So, Essen. Essen ist immer noch offen. Es ist Nahrungsmangel, herrscht noch. Haben wir denn jetzt hier schon Dingens? Wo waren das? Ach so, wir haben keine Forschung. Ist viel wichtiger, die Forschung voranzutreiben. Das richtige Feld ist hier oben erst, ne? Komm, machen wir erstmal. Ja, war ja unser Ziel, erstmal diese Sauerstoffgeschichte zu machen. Die haben wir fertig. Und dann gucken wir zu. Ja. Wie sieht es denn mit Sauerstoff zurzeit aus? Okay, da ist was passiert. Hier oben wird nicht so viel reingefiltert. Ich mach mal ein bisschen mehr. Komm, mach mal 300. Irgendwer macht da schon rum. Läuft. So, hier wird schon gebaut. Das ist schon mal gut. Das ist super. Da wäre jetzt noch wichtig, dass das einer abreißt. So, da haben wir auch schon Wandgraben gemacht, ne? Okay, da geht's jetzt im Trocknen schon mal rüber, aber Sauerstoffmangel ist da.
So, gucken wir uns nochmal die Geschichte an hier gerade. Wandelt Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff um. Genau. So, dann brauchen wir Lüftungstechnik. Lüftungstechnik, nicht Sauerstoff. Die Pumpe muss sein. Die muss dahin, die braucht Strom. Haben wir. Dann brauchen wir die Gasbrücke. Nee, nicht Gasbrücke. Haben wir noch keinen. Haben wir noch kein Dingens geforscht? Lüftung, wo ist Lüftung? Flüssigkeit, Gase. Das ist die Lüftungsbrücke, das ist schon klar. Flüssigkeitsregler? Wir sind aber hier bei Gasen und da ist ein Flüssigkeitsregler. Gasvolumenleitung. Ist da was falsch eingeordnet? Flüssigkeiten, ja klar, ist da was falsch eingeordnet. Und der ist auch noch nicht fertig. Dann brauchen wir das. Halte ich jetzt gerade für wichtiger wie das? Kriegen wir mal hin. So, das ist fertig. Das bedeutet, wir können das hier. Ne, das muss zerlegt werden. Hat er jetzt nicht gemacht, ne? Wir sind noch auf Abbrechen und nicht auf Zerlegen, alles klar. So, das läuft. Soweit geht das. Pumpe ist erstmal aus, muss aber neu angeschlossen werden. Zerlegen wir erstmal hier. Okay, Schlafenszeit. Wie sieht's denn hier so mit Ressourcen aus? Kohle haben wir noch. Und was ist mit organisch Alge? Kann man da gerade so schlecht lesen? 5,9 Tonnen nur, aber wir haben ja unten noch was. Das hier unten war ja auch fertig. Das bedeutet, wir müssten da jetzt eigentlich den da oben erstmal laufen lassen, ne? Flüssigkeiten, verschmutztes Wasser soll da rein. Ist die Frage, ob das vom Platzangebot überhaupt geht. Bringt der schon was? Nee. Er holt da unten was. Eine Alge, okay. reicht das, wenn wir das so machen? Reicht, okay. Alles wunderbar schon mal. Das bedeutet, wir wollen hier vielleicht noch ein bisschen was abbauen. Jetzt ist die Frage, ob wir da... Das fällt uns dann da runter, ne? Das ist schon mal schlecht. Geht das so? Ich glaube, wir buddeln uns von da oben erstmal da rein. Machen wir so erstmal. Geht bis dahin. Und
Wenn wir dann da buddeln, dann können wir das mal gerade so vorantreiben. Da wird wieder Wasser gebracht. Schmutziges zum Entsorgen. Und er nimmt gleich was mit. Das ist auch schon mal gut. Bringen gerade ziemlich viel Wasser dahin, ne? Das heißt, sie räumen auf. Ist ja auch nicht verkehrt. Hier können wir mal ein bisschen weitermachen. Wie sieht es hier aus? Die Pumpe ist schon da. Stromanschluss fehlt noch da. So, und dann fehlen jetzt die Lüftungsrohre natürlich. Wie weit ist die Forschung? Okay, die geht relativ zügig. Wasseranschluss liegt schon. Liegt beides schon. Die saugt alles an. Machen wir das richtig? Weiß ich jetzt nicht. Sehen wir dann, wenn es soweit ist, ne? Können hier aber auf jeden Fall mal gerade aufräumen. Ah, da ist schon irgendwo kein Platz mehr. Sandsteinlager ist voll. Das war's. Können die aufräumen? Wie sieht's hier mit den Keimen aus? Ändert sich jetzt nicht so wirklich, oder? So, mal gucken. Hier ist auf jeden Fall was daneben gegangen, weil die das da gebaut haben. Läuft, ne? Ja, das mit dem Zerlegen wäre das gleiche, wie wenn es runterschmeißt, oder? Gut. Dann grab das nochmal weg. Hat ja dann schon mal gut geklappt hier, ne? Ne, aufwischen wollen wir hier. Naja, das funktioniert jetzt hier schlecht. Da müssen wir den nochmal zerlegen. Okay, die Forschung ist funktionstüchtig, oder wie sehe ich das? Flüssigkeitsfilter. Gasfilter. So läuft's. Braucht der Strom, ne? Und Lüftungsrohre. Ist dann angeschlossen. Und der ist Auswahl. Und der... kommt dann da dran. Oder? Glaub schon. Und dann können wir hier... nee, wo war das denn jetzt mit dem... Wasserstoffgenerator? Der kommt dahin, braucht Strom. Und nee, sanitär. Ah nee, der holt den ja aus der Luft, ne? Lüftung brauchen wir. So, jetzt müssen wir mal gucken. Lass die erstmal bauen. Ich glaube, ich muss das da anschließen. Das war der Abgas, ne? Da kann ich auswählen. Ja, ich glaube schon. Machen die schon. Warte mal, das. Ja, machen wir schon so richtig, glaube ich. Wir werden es gleich sehen, wenn wir es fertig haben, wenn es läuft. So, wird da gebaut oder nicht?
Wahrscheinlich noch nicht. Doch. Die Bakterien holen sie sich auf jeden Fall. Ja, Essen, Nahrungsmangel haben wir immer noch, aber es ist noch ein bisschen was da. Da oben kommen die nicht an den Strom. Wir müssen mal erst diese drei Etagen bauen, um da oben eine ordentliche Decke hinzukriegen, ne? Die Bauministerin ist schon unterwegs. Okay, dann fällt da was runter. Können da mal aufräumen. Und sie ist ordentlich am Arbeiten. Naja. Wie weit kommen wir hier? Jetzt wird aber was gebaut, oder? Ne, noch nicht. Leitungen waren das erst. Das Lüftungsrohr ist, glaube ich, schon fertig, ne? Jetzt ist noch die Frage, wann der Rest hier gemacht wird. Sauerstoffmangel. Okay, da kommt jetzt die Pumpe. Lüftung fehlt und Strom fehlt auch. Und da wollen wir Wasserstoff haben. Und der Wasserstoff, zeig mal gerade. Overlay von der Lüftung. Gibt noch keinen Wasserstoff, nur Kohlendioxid, der gerade nach oben gepumpt wird, was vielleicht auch nicht so gut ist, aber das ist halt so. So, das bedeutet, das funktioniert in dem Sinne. Das bedeutet, das können wir zerlegen. Die können da unten nochmal aufräumen. Wenn sie denn da hinkommen. Räumen das nochmal auf mit einer Prio 9. Bauen natürlich erst die Leiter ab und dann bedeutet das, ich glaube, sie kommen da nicht mehr hin, oder? Dann brechen wir das ab, lass es liegen, ist egal. Und Strom, nee, Strom nicht, Sauerstoff, Elektrolyser. Passt. So, wenn der dran ist, dann funktioniert das hier. Das bedeutet, ich glaube, die Leiter können wir schon abbauen. Da kommt schon jemand und baut das an. Und das ist weg. Jetzt müssen wir nur gucken, dass, wenn der da fertig ist, dass wir gleich zusehen, dass der da drüber zu ist, ne? Da ist was runtergefallen. Die Arbeitstruppen kommen schon. Ja. Prio 5. Aber hier ist er. Ne, bringt Wasser. Oder holt Wasser. Wie sieht es hier unten aus? Schlechter. Aber da kann man auf jeden Fall noch aufwischen. Okay. Macht aber keiner. Dann würde ich sagen, ziehen wir den Boden gerade da rein. Ich glaube ja. Die Decke ist schon gemacht. Das ist schon mal cool. Das bedeutet, wir können hier weiter graben, ne? Prio gerade ändern hier, für den einen hier. Das wäre erst das machen. Toilette ist entstopft worden. Unser System hier läuft ja relativ gut. Muss nur gleich Sauerstoff rein, ne? Sieht es denn da aus mit Sauerstoff? Ist nichts drin, ne? Ist klar, ist voll. So, wäre jetzt schön, wenn die hier noch was machen. Was passiert hier unten?
Ah, da wird schon der passende Stein gemacht. Ja, und der fällt runter. Das war klar, aber ist nicht so schlimm. So, das wird alles weggebaut. Gehen wir hier nochmal in Richtung Aufräumen dann. Und da muss auch aufgeräumt werden. Das sollen sie mal als erstes machen, ne? Die kommt doch da weg, ne, oder? Ja. Hier wird der Sauerstoff jetzt produziert. Was mit der Lüftung? Die steht. Und hier ist ein Wasseranschluss dran, oder? Der steht auch. Achso, wir haben die Pumpe nicht an, deswegen funktioniert es nicht, ist klar. Gut. Das bedeutet jetzt, wenn das steht, Wasser ist dran. Das heißt, wir können hier zumachen, oder? Das Teil ist dann fertig. Dem fehlt der Wasserstoff, den er hier rüber kriegt. Und wie ist mit Strom? Haben wir angeschlossen? Haben wir angeschlossen. Gut, sollte dann funktionieren. Wenn es denn hier fertig gebaut wird, ne? Das können wir abbauen. Prio ändern. Das muss hier schneller werden. Und das anmachen können. So, hier ist schon ordentlich abgebaut worden. Haben uns so viel Mühe gemacht, damit hier nichts reinfällt. Und da ist oben noch offen und das fällt nach, ne? So. Der ist wurde weggenommen. Und das wird gebaut. Jetzt bitte den zweiten noch, dann können wir hier die Pumpe anmachen. Gebäude wird aktiviert. Und dann sollte es eigentlich funktionieren, oder? So, sanitär gucken wir. Ja, das Wasser kommt zum Dingens. So, Sauerstoff-Overlay vielleicht erstmal gucken, weil da muss ja jetzt Sauerstoff reinkommen. Tut's auch. Irgendwann ist nur der Druck zu hoch, ne? So wie wir es jetzt sehen, ne? So, und jetzt müssen wir hier gucken, dass hier was abgetransportiert wird von der Lüftung her. Ich glaube, das klappt schon soweit, ne? So, wir haben aber hier keine Abnahme von den anderen Gasen. Das müssen wir mal gucken. Pustet die da mehr rein als die? Schwierige Frage. Ja, dann gucken wir mal gerade noch hier rein. Und dann sind wir schon wieder mit der Zeit so weit fortgeschritten, dass wir sagen können, wir müssen eine Pause machen. Kochkonzern, Nahrungsmoralbonus gesenkt. Kann bauen, Tierzucht und Wissenschaft betreiben. Schläft regelmäßig ein, naja. Das wäre okay. Pazifist, keimresistent, keimresistent erhöht. Das ist auch cool und kann Landwirtschaft. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier einen Wissenschaftler mit Tierzucht. Zum Kochen Aufträge nicht durchführen. Das wäre also auch okay. Kann keine Lebensmittelvergiftung kriegen.
dekorativen Moralbonus gesenkt, also dem interessiert es nicht, wie es innen aussieht. Aber er ist kreativ erhöht. Also einer von den beiden. Landwirtschaft. Erntet schneller. Fleht schneller. Höhere Chance für Samen. Ich glaube, der ist gefallen. Die Barnier, oder wie sie auch immer heißt, kommt dazu. Aber es fehlt uns wie immer ein Bett. Müssen wir mal schnell hier was machen. Und das Bett gibt's da. Und kommt dahin. Und dann noch schnell die Mauer gezogen. Und dann sollte das gehen, aber wir müssen die Prio schnell hochziehen für das Ganze. Vor allem für das Bett. Und darunter vielleicht auch noch. Geht das Bett schon schnell? Da gucken wir mal, ob das Bett schnell fertig wird. Aber es sieht so aus, als ob das alles ganz schnell wird, ne? Ja. Wollen wir uns keine Sorgen machen, das Bett ist gleich fertig. Gut. Diese Person kann dann hier auch schlafen. Obwohl, das ist gar nicht das Bett. Doch, ist das Bett. Ist fertig. Essen ist immer noch nicht weitergemacht. Das ist unser größtes Problem. Hier fehlt es wohl an Licht. Strom. Und dann noch eine Lampe dahin. Passt, oder? Hier ist noch nichts fertig, weil da oben noch nicht gegraben ist. Sollte dann funktionieren, würde ich sagen. Und wir haben noch hier Punkte zu färben und reichlich. So, hier verbessert das Bauen oder medizinische Präparation. Dann machen wir das. Hier könnte der totale Arzt werden. Machen wir auch. Warte mal, dann machen wir hier schnell die Kappen mit. Und sehen wir es nachher nicht mehr auf dem Schirm, wer was gemacht hat. Super schweres Graben geht da auch. Gibt's auch eine Kappe für. Dann haben wir hier den Koch, da geht aber nichts mehr. Verbesserte Tragfähigkeit, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch jemanden, den Turner, der kann noch verbessertes Bauen machen. Macht er dann auch noch. Kriegt dann die nächste Kappe auf. Ari hat noch gar nichts. Kann auch nichts. Hat keine Vorlieben, doch hier Schutzanzugträger. Dann machen wir verbesserte Tragfähigkeit. Kriegt dann auch eine Kappe auf. Und Barney hat hier verbesserte Landwirtschaft. Die haben wir ja jetzt gerade. Und gibt es dann auch schon das erste Käppchen dafür. Dann haben wir das auch geschafft. So, dann sind wir soweit aber erstmal im Vorankommen. Leider, das ist die Leiter, ne? Ja, die kann zerlegt werden. Und dann müssen wir mal gucken, dass unser Sauerstoff hier irgendwie mal, unser Wasserstoff hier gemacht wird, ne? Irgendwie klappt das hier mit dem Luft wegbringen nicht, sozusagen. Wir müssten das hier mal pausieren. Gebäude deaktivieren. Machen wir mal Gebäude deaktivieren auf 9. Und gucken dann, dass hier die Luft gefördert wird, oder? Geht's denn noch? Einer bitte schnell hier die Fernbedienung in der Hand. Jetzt gehen sie natürlich alle schlafen, ist auch klar. Jetzt kriegen wir das nicht mehr mit, oder? Sind wir noch am Forschen? Ich glaube nicht. Zack. Das war jetzt nicht so doll. Pump's noch an, ne? Ja. Ich möchte gerne, dass die Pumpe jetzt da aus ist, damit nur noch diese Pumpe läuft.
mach die doch mal aus, bitte. Die beiden, die können doch jetzt mal gerade die Pumpe ausstellen. Da ist Sauerstoff drin. Sieht da gerade nicht Wasser? Ja, da ist auch Wasserstoff angezeigt. Ja. Ja, jetzt wird hier Essen produziert noch. Okay, das ist auch wichtig. Ist klar, wir sind da schlecht. Muss man ganz klar sagen, ne? Sie schläft da. Wer schaltet hier? Das ist die Frage. Er macht weiter Essen. Er hat hier Lebensmittelvergiftung. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir was für diese Person tun, damit die diese Lebensmittelvergiftung nicht kriegt. Also, dass das schlimmer wird. Das ist schlecht, was wir da gerade machen. Medizin war es. Krankenbett hier oben hinstellen. Wo ist mehr Platz? Ich glaube, noch da ist mehr Platz, ne? Erstes Krankenbett. Dann das hier verlängern. Können wir natürlich auch hier machen, ne? Abbrechen. Wir machen das eine Etage tiefer. Gleich mal hier rein. Und Prio hoch. Da muss noch ein Handwaschbecken rein. Kantinentisch muss da, glaube ich, auch rein. Ich glaube, wir machen das Bett nochmal da weg. Brechen das auch nochmal ab. Wir machen das anders. Wir machen erstmal sanitär. Das Waschbecken, wo war das denn nochmal? Das war da. Der kommt da als erstes in der Waschzube. Dann brauchen wir da eine Toilette. Ist erst ein Plumpsklo, ist aber. Dann kommt da das Bett hin. Und dann brauchen wir noch einen Esstisch. Ich glaube, das ergibt dann den Raum. Und zack, Luftschleuse. Das Ganze hoch priorisieren. Toilette ist da. Ja, und wir sind in der Zeit schon wieder fortgeschritten. Wir wollten eigentlich schon eben, als wir ihn hier gemacht haben, wollten wir schon aufhören, haben wir wieder nicht gemacht, ne? Okay, das heißt, wir machen jetzt hier die Pause. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit ihr das Info kriegt, wenn das nächste Video kommt, und schreibt mal was in die Kommentare, wie es denn hier so gut funktioniert oder schlecht funktioniert. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.